meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was zum derzeitigen Stand von uns als Eltern. Wir sind jetzt seit 1,5 Jahren Eltern einer tollen kleinen Tochter, unserer Lara. Und um ehrlich zu sein, haben wir am Anfang, als wir zusammengekommen sind, nicht genau gewusst, ob wir überhaupt Kinder möchten. Wir haben lange überlegt und waren uns auch gleich einig, dass wir erst dann Kinder wollen, wenn wir uns wirklich beide dazu bereit fühlen, nicht wenn einer das sagt oder so. Und deswegen sind wir in Anführungsstrichen relativ spät Eltern geworden. Also wir kennen viele, die sehr viel jünger sind. Natürlich gibt es auch ältere Paare, aber so im Schnitt sind wir eher ältere Eltern. Es hat aber dann schnell geklappt, als wir den Wunsch hatten, Eltern zu werden, und sind auch überglücklich gewesen. Und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass wir so erfüllt sind in dieser Rolle, Eltern zu sein, beide von uns, und dass wir es uns nie anders hätten jetzt mehr vorstellen können ohne unsere kleine Lara. Was aber bei uns immer im Hinterkopf rumgesponnen hatte, war: Möchten wir ein zweites Kind, ja oder nein? Wir sind beide Kinder mit Geschwistern, also jeweils ein Bruder, unterschiedlich vom Altersabstand. Also mein Bruder ist super nah an mir vom Alter und Daniels Bruder ist schon ein bisschen entfernt von ihm. Aber trotzdem haben wir beide ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unseren Brüdern. Deswegen haben wir ursprünglich gedacht, wenn wir Kinder kriegen, dann möchten wir zwei Kinder. Als Lara dann auf der Welt war und man doch sehr überwältigt ist von den Aufgaben, die man hat als Eltern und der Verantwortung und dass alles klappt und sie ist auf und ab mit verschiedenen Phasen und verschiedenen Sprüngen, war dann eher der Gedanke, eventuell wird Lara ein Einzelkind bleiben. Sie hat genug Freunde, ich bin sehr früh in die Krabbelgruppe gegangen und sie ist ja auch in der Kita. Und dann haben wir gedacht, vielleicht bleibt sie auch einfach alleine und wir sind als Dreierteam genauso glücklich. Aber ganz langsam reifte dann doch der Gedanke, eigentlich können wir uns ein zweites Kind sehr, sehr gut vorstellen. Und immer stärker verankerte sich dieser Gedanke in uns, sodass wir entschieden haben, wir würden sehr, sehr gerne noch ein Kind haben. Aber sicherlich ist euch klar, das ist ein Wunsch. Das heißt nicht, dass es quasi mit dem Schnipsen getan ist und zack, ist man wieder schwanger. Ich bin jetzt auch mittlerweile 35 Jahre alt, Daniel ist 40. Und das heißt auch, wie meine Frauenärztin mir erklärt hat, die Eier sind vor allen Dingen bei mir natürlich begrenzt. Wir kommen als Frauen mit einer gewissen Anzahl an Eiern auf die Welt und das ist alles, was wir haben. Natürlich, viele denken immer, ja, du bist gesund, das wird super klappen, aber das heißt es ja nicht unbedingt. Ein gesunder Körper ist natürlich notwendig und ein fitter, gesunder Körper wird sicherlich eine oftmals bessere Schwangerschaft durchleben, aber ob letztendlich die Eier, die ja auch schon 35 Jahre alt sind, noch fit genug sind, das wird sich erst zeigen. Deswegen war auch der Gedanke von uns, wir probieren es lieber früher als später nochmal, auch wenn wir ursprünglich mal gedacht hätten, eventuell lassen wir uns 3 Jahre Zeit, bis wir uns überlegen, ob wir ein zweites Kind wollen. Wir haben uns also dazu entschieden, wir möchten gerne noch ein Geschwisterchen. Dieser Gedanke ist jetzt schon älter als das Video, was ich euch jetzt drehe. Wir haben das bereits vor ein paar Monaten entschieden. Und bei dieser Reise habe ich euch jetzt ein bisschen mitgenommen. Also nachdem ich meine Menstruation hatte, teste ich mich jetzt eigentlich täglich wegen dem Eisprung. Mal gucken. Normalerweise würde ich da jetzt gar nicht so einen Wert drauf legen und einfach sagen, hey, machst du einfach ganz locker, probieren und. Aber wie ihr wisst, ich bin ja 35. Die Eier, die wir als Frau haben, das sind alle, die wir kriegen. Und die werden immer weniger und vor allen Dingen, meine Eier sind halt 35 Jahre alt. Das heißt, wenn man sich sicher ist, man möchte Kinder nochmal oder überhaupt, dann sollte man besser früher als später. Okay, das muss ich jetzt teilen, weil ich das zum ersten Mal jetzt sehe. Da ist er, der zweite Strich. Und nein, das ist ja der Ovulationstest. Und bei dem heißt natürlich der zweite Strich nicht, dass ich schwanger bin oder so, sondern dass ich meinen Eisprung habe. Oder the best time to have intercourse is after 24, but before 48 hours. Genau. Fast 2 Monate vergangen. Ihr seht, ich habe jetzt auch andere Haare. Und ich habe mir jetzt diese Clear Blue Tests geholt, weil die anderen, manchmal bilde ich mir ein, ich sehe 2 Streifen. Ich weiß, es braucht eigentlich 2 klare Streifen, aber ja, und das war heute. Muss man dann einfach so drauf pinkeln. Und da würde jetzt ein Smiley erscheinen, wenn dieser Wert richtig ist. Ja.
bin so ein ungeduldiger Mensch. Ich halte jetzt den ersten nicht positiven Schwangerschaftstest, sondern quasi Eisprungstest, Fruchtbarkeitstest in der Hand. Meine Uhr misst ja auch meine Temperatur am Morgen und sie hat es schon vorhergesagt. Und ich habe gedacht, okay, mal gucken, mein Zyklus ist ja nicht so ganz, ich würde sagen, ganz regelmäßig, sondern eben meistens auch länger. Und deswegen war ich mir nicht sicher. Aber gestern war dann auch so ein Ziehen und pünktlich, wie meine Uhr es vorhergesagt hat, ist es passiert. Da ist er, der Smiley. Ja. Genau. Jetzt ist der Eisprung da. Ich habe ja immer noch einen super unregelmäßigen Zyklus und ich hätte nicht gedacht, dass Eisprungsvorhersage wäre morgen Sonntag, dass es so genau ist. Heute ist Samstag und ich habe gerade einen Test gemacht und innerhalb der nächsten 24 Stunden bis 48 Stunden ist der Eisprung. Und die App in Verbindung mit der Watch hat es wirklich punktgenau getroffen, trotz unregelmäßigen Zyklus. Wie ihr seht, Lara war ein Glücksbaby. Ich war eigentlich so ziemlich sofort schwanger beim ersten Übungszyklus. Aber dieses Mal zieht sich das Ganze und es ist natürlich im Verhältnis zu vielen anderen noch keine Zeit, wo man sagen würde, wow, ist das lang. Aber es sind doch ein paar Monate. Es muss sehr, sehr viel zusammenkommen. Es muss sehr, sehr viel passen. Und wir haben gelernt oder sind noch in diesem Lernprozess zu warten und zu hoffen, dass es irgendwann klappt und alle Sterne richtig stehen. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich mit meiner Galaxy Watch 6 das Ganze tracken kann. Die Watch zeigt mir sehr genau an, wann mein fruchtbares Fenster ist, wann meine Periode kommt. Und ich hätte gar nicht geglaubt, dass es wirklich so genau geht, weil ich ja eben so einen unregelmäßigen Zyklus habe. Deswegen habe ich auch die Teststreifen dazugenommen, weil ich ursprünglich gemeint habe, ich weiß nicht, später meint die Uhr es nur so von der Temperatur her, aber vielleicht gab es gar keinen Eisprung oder vielleicht ist dieses luteinisierende Hormon gar nicht wirklich da. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre einfach doppelgleisig oder zwei hält besser und man ist sich auf jeden Fall sicher. Über diese Babywunschphase hinaus finde ich es sehr interessant, seine Basaltemperatur, also diese morgendliche Temperatur, gemessen zu bekommen von der Uhr. Ich selber könnte das manuell gar nicht. Ich habe es mal probiert mit einem Thermometer, muss aber sagen, dass man vor allen Dingen jetzt als Mama eines kleinen Mädchens ganz unterschiedlich nachts aufwacht und dass diese wirklich Stunden vorhanden sind, wann gemessen wird und wann man messen sollte. Ich vergesse das ganz oft oder mache es falsch oder bin dann schon am Aufstehen und das Kind fertig machen. Deswegen hilft das total, dass die Uhr es von sich aus macht und sie mir einen wirklich sehr schönen Graphen aufzeichnet, wo ich sehen kann, okay, da war immer der Eisprung und so sieht das aus, auch zurückführend auf die Monate davor. Wie war meine Temperatur beim Eisprung dort? Das ist einfach sehr interessant, den Körper besser kennenzulernen, auch wenn man zum Beispiel keinen Wunsch hat, ein Kind zu bekommen, sondern einfach seine Periode wissen möchte, wann die kommt oder vielleicht gerade kein Kind möchte. Und auch das kann sehr, sehr hilfreich dafür sein. Also ich bin auf jeden Fall bis jetzt noch nicht schwanger, kann ich euch sagen. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte euch gerne mitnehmen, auch wenn viele Menschen erst, wenn sie 3 Monate oder sogar 4 Monate schwanger sind, der Community oder ihren Freunden, ihrer Familie das sagen, möchte ich euch von Anfang an gerne einfach offen gegenübertreten und das sagen, weil ich denke, es gibt viele da draußen, die vielleicht in derselben Phase ihres Lebens stecken, vielleicht auch einen Kinderwunsch ganz am Anfang haben, damit ihr auch einfach wisst, manchmal klappt es nicht zuerst direkt beim ersten Mal, manchmal klappt es Jahre nicht und das ist ein normaler Prozess. Und das Wichtigste ist, dass man sich nicht entmutigen lässt, weil das war am Anfang schon bei mir so, die ersten beiden Male, weil es eben beim ersten Mal sofort geklappt hat, habe ich gedacht, es wird wieder so schnell klappen und das ist einfach nicht so. Da sind so viele Dinge, die aufeinandertreffen und so viele Situationen, und dann noch in der Frau selber so viele Sachen, die erfüllt werden müssen, damit sich so ein Ei einnistet, dass man sich einfach nicht zu viel Stress machen darf. Kleine Erinnerung auch an mich, weil das natürlich überhaupt nicht hilft. Ich werde euch, so gut es geht, auch in der nächsten Zeit mitnehmen. Auch natürlich auf Instagram, also folgt mir da auch. Und dann hoffe ich, ihr drückt uns die Daumen und vielleicht,
kommt es bald zur Schwangerschaft. Das würde uns natürlich mega freuen. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.